Und damit begrüße ich euch auf das Allerintensivste hier auf meinem Kanal Dennis Gaming zu einer neuen Runde Football Manager 2022 hier mit dem SV Werder Bremen und der Mission Wiederaufstieg. Wir stehen kurz vor dem vierten Spieltag. In unserem Fall spielen wir beim Karlsruher SC. Aktuell noch ungeschlagen, ihr habt es vielleicht mitbekommen in den vorigen Folgen. Die ersten drei Ligaspiele gewonnen. Das erste Pokalspiel, also die erste Pokalrunde gegen Meppen war das, auch 1-0 gewonnen, 2-0 gewonnen. Sieht ganz gut aus, aber das kann sich natürlich jederzeit wieder ändern. Auch Heidenheim hier beispielsweise ungeschlagen bisher. Wie es bei denen im Pokal aussieht, weiß ich gar nicht, ob die da noch weiter sind. Sieht soweit ganz gut aus, aber wir dürfen nicht nachlassen, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen mit Vollgas weitermachen. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass wir noch einen Verteidiger kaufen werden oder leihen wahrscheinlich. Darauf wird es hinauslaufen, weil kaufen ist nicht drin. Hintergrund dafür ist, Friedel will ja weg. Und ich gehe mal stark davon aus, wir haben die Angebote von Wolfsburg und Frankfurt angenommen. Ich gehe mal davon aus, dass er zu einem der beiden Mannschaften wechseln wird. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber, selbst wenn Friedel nicht gehen sollte, dann ist es so, wenn sich Jung beispielsweise verletzt, setze ich Friedel da ein. Und dann habe ich noch Rodrigo Tarin, den neuen Verteidiger, für diese Position. Und dann war es das an Innenverteidigern. Beziehungsweise haben wir zwar noch das Talent Fabio Chiarodia, aber das reicht mir nicht, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich mir gedacht, wir werden hier versuchen, noch einen Spieler zu verpflichten bzw. zu leihen für diese Saison. Bei unserem Transferbudget ist Kauf einfach nicht möglich. Es soll ja, wenn dann, auch jemand sein, der uns tatsächlich weiterhelfen kann. Und ja, schwierig. Ich habe mir da tatsächlich auch schon jemanden rausgesucht. Und zwar den Ermin Bikacic. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Von Hoffenheim. Der ist zwar 31, hat aber entsprechend Routine, hat Erfahrung, hat vor allem auch Erstliga-Erfahrung. Das kann uns in der zweiten Liga natürlich auch helfen. Und er hat ganz gute Werte. Grundfitness 14, Kraft, Schnelligkeit, Mut, Tackling, Deckung. Ja, das ist also ein guter Spieler. Und den möchte ich versuchen zu leihen. Ich hoffe, das haut hin. Könnte aber schwierig werden. Also der Spieler muss ja auch zu uns wollen. Kaufen ist definitiv nicht drin. Wir haben nicht mal diese 925.000 Ablöse. Und auch die, das Gehalt, glaube ich, ja, das Gehalt ist, wäre deutlich zu hoch, wenn ich ihn kaufen würde. Die Forderung von Hoffenheim würde ich auch so erfüllen jetzt. Da will ich gar nicht drum rum. Das ist für mich in Ordnung. 70% immer noch besser als 100. Und ja, hoffentlich wird das was. Könnte man hier auch nochmal gucken, ob wir den vielleicht leihen könnten. Wir müssen es ja dann nicht annehmen am Ende des Tages. Aber der scheint schon verliehen zu sein, ne? Genau, ja. Okay, dann macht das keinen Sinn. Ja, der wäre schon wieder zu teuer. Der wäre schon wieder zu teuer. Wir sollen 100% übernehmen, könnten aber gerade mal 10% übernehmen. Und selbst das ist schon wieder zu hoch. Schade. Okay. Wie gesagt, ich glaube, dass Friedel auf jeden Fall gehen wird und dann macht das nur Sinn, wenn wir da schon mal vorgreifen und mit Bikacic, wenn es klappt, einen guten Innenverteidiger holen. Ja, wollen wir. So, Spektakel in der Merkur-Spielarena. 1-1 würde ich jetzt nicht unbedingt als Spektakel. Na gut, ist egal. Heidenheim hat auch das vierte Spiel gewonnen. Okay.
Die sind gut drauf. Die sind gut drauf. Da müssen wir natürlich anknüpfen. Hoffentlich klappt das. So, irgendwas Spannendes, irgendwelche spannenden Partien außer unsere eigene. Das ist alles so ein bisschen die oberen hier, zumindest die ersten drei Spieler gegen die, die unten stehen, 15, 16, 17. So, sonst war auch nichts passiert. Ich habe, wie gesagt, schon wieder ein bisschen vorgespielt. Ich habe keinen Spieler verkauft in der Zeit. Ich habe niemanden gekauft. Friedel stimmt Geschäft mit dem VfL Wolfsburg zu. Als hätte ich es geahnt. Als hätte ich es geahnt, Leute. Friedel bestätigt Wechsel zum VfL Wolfsburg. Jetzt natürlich die Frage, was mache ich jetzt? Also, wenn ich es verschiebe, geht das auf seine Moral und sage, du bleibst heute noch hier zum Spielen, weil sonst wäre er jetzt sofort weg. Ich hoffe nicht, dass das auf die Moral geht, aber für das Spiel will ich ihn noch haben. So, Füllkrug fit, Jung ist fit, Toprak, Groß und Backhaus sind auch fit. Pavlas und Bittencourt noch weiterhin verletzt. Schade. Aber nützt ja nichts. So. Gegneranweisung. Es wird Bormuth ständig zu pressen, wenn er angespielt wird. Wenn wir dazu zwingen können, seine... Dann machen wir das mal. Ja, wir wollen aber ja nicht auf die Grundausrichtung vorsichtig. Ich gehe gleich einmal zurück auf kontrolliert, aber vorsichtig eigentlich eher nicht. Das ist auch wieder schön. Veljkovic spielt ja gar nicht mehr bei uns. Ist also ein bisschen schwierig. Unser aktueller taktischer Ansatz unterscheidet sich deutlich vom ursprünglichen Tiki-Taka. Wenn wir dahin zurück wollen, würde ich die folgende Änderung vorschlagen. Aber welche? Er ist jetzt blöd, wenn ich nicht weiß, was sich dann ändert, ne? Ich werde das mal machen und dann gucken wir gleich mal rein in die Taktik, was sich so geändert hat. Also kontrolliert, ja, genau, das wollte ich. Aha, das hat sich... Ups, ja. Das hat sich geändert. Variable Flanken. So, was haben wir hier? Gegenpressing, Konter. Ja, ich würde sagen Konter. Kurz abspielen. Das würde ich tatsächlich mal so lassen erstmal. Pressinglinie, Defensivlinie, ja. Gut, das lassen wir so. Quatsch. Und dann würde ich sagen, die Aufstellung lassen wir auch erstmal so. Das lief ja grundsätzlich ganz gut. Man könnte hier vielleicht überlegen. Ah, nee. Ist noch nicht wieder bei 100% und sollte im Auge behalten werden. Na, dann würde ich sagen, wir lassen ihn noch einmal draußen. Wir haben ja gegebenenfalls für diese Position Spieler dabei. So, liebe Leute, los geht's. Ich bin gespannt, was passiert.
Die Stimmung ist super, natürlich. Wer bisher mit 4 Siegen in die Saison gestartet ist, von 4 möglichen Siegen, ja, bei dem kann doch die Stimmung nur gut sein. So, dann schauen wir mal, in welche Richtung das hier geht. Mai, Embom, schön, schön, super gemacht, Marvin Dutsch. Vielleicht ein bisschen früh geschossen, er hätte vielleicht noch 2, 3 Schritte gehen können. Aber das war soweit schon mal ganz gut gemacht, erste Ecke. Und jetzt nicht in den Konter laufen hier. Achtung, Achtung, sehr schön vom Ball getrennt, super. Abstoß für den SV Werder Bremen. Jahn Regensburg führt 1-0 gegen Schalke. Heise jetzt hier mit dem Einwurf. Gondorf, ist das, wie hieß er denn noch? Jerome Gondorf? Der hat ja auch mal bei Werder gespielt. Schon ein bisschen her. Ist er das? Oh, gut aufgepasst. Gut aufgepasst, das war wichtig. Marvin Ducksch, Assale, jetzt mal seine Geschwindigkeit vielleicht ausspielen. Oh, leider nicht. Embom, sehr schön verlagert, aber trotzdem. Agu mit der Flanke auf Füllkrug, aber Gersberg hat ihn. Aber war wieder ein schöner Spielzug. Gut nach vorne gekommen. Wir sollten Sebastian Jung ständig pressen, wenn er angespielt wird, denn er schlägt immer wieder gefährliche Flanken. Dann machen wir das mal. So. Na. Leute, da muss jetzt mal jemand rauf. Gondorf. Schon wieder Gondorf. Der ist aber auch viel am Ball, ne? Leute, rauf da jetzt mal. Füllkrug. Ah, das war gut gedacht, aber nicht gut ausgeführt. Ei, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ach, du heiliges bisschen. Assale. Ne, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Aber gut aufgepasst von Mai. Jetzt hier Schmidt mit dem Ball auf Füllkrug und der Ball ist drin. Niklas Füllkrug nach der Flanke von Niklas Schmidt mit dem 1:0. Füllkrug mit seinem 3. Treffer und Schmidt, ich weiß gar nicht, wie viele Vorlagen der hat mittlerweile. So ein paar hat er ja schon. Sehr schön. Stark gemacht. Klasse Kopfball. Super. Wir gehen in Führung in der 35. Spielminute. Ich würde jetzt auch sagen, nicht unverdient. Ja, wir gucken, dass wir uns jetzt nicht hier direkt einen Gegentreffer einfangen. Das können wir ja ganz gut. Aber aufgepasst. Der Karlsruher SC hat auch einen Spieler namens Jung. Und jetzt gibt es hier nämlich die Ecke. Sebastian Jung, immer pressen, ja. Das habe ich jetzt schon 3-mal angeklickt. So, Einwurf, Agu, Füllkrug, Embom, schön gemacht. Und Schmidt leider daneben. Einwurf für KSC, Jung, aber Zedera hat ihn. Ja, mir sind die Karlsruher jetzt zu häufig eigentlich am Ball, auch wenn es nicht extrem gefährlich wird. So, wieder hinten rum. Du, Schmidt. Embom, Füllkrug. Oh, sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Assale. Oh, an die Latte.
schade. So, 1-0. Und ja, das hier ist hier dieser Abschnitt, den ich gerade meinte. Also ein kleiner Abschnitt, wo der KSC doch nochmal so ein bisschen sich so ein bisschen aufgebäumt hat, will ich mal sagen. Aber wir sind nicht so überlegen wie sonst in den letzten Spielen. Also die machen das schon, die machen das gut. Ja, also ich würde sagen, also einen Gang höher schalten können wir auf jeden Fall noch. Das ist mir noch ein bisschen zu unruhig, ehrlich gesagt. So, Leute, rauf da. Sehr schön. Schmidt, Füllkrug, Agu. Einwurf von der rechten Seite. Embom, Agu, Schmidt, Friedel. Sehr schön. Oh. Und fast das 2-0. Und ich meine, es wäre, wenn der Ball drin gewesen wäre, wieder Füllkrug gewesen. Marvin Dux, der ist nicht so gut drauf, habe ich den Eindruck. Dann können wir auch gleich mal den ersten Wechsel anpeilen. Auf jeden Fall steht die Defensive aber so weit insgesamt echt ganz, ganz gut. Saleh auf Füllkrug. Ah, das ist zu weit weg vom Tor, da konnte er nichts machen. Aber jetzt allerdings genau auf Gersbeck. Dann werden wir jetzt einmal wechseln. Und zwar bringen wir den Woltemade für Marvin Dux. Der ist nicht ganz so gut drauf heute. Und dann gucken wir mal. Wie sieht es hier aus? Wie sieht es mit der Kraft aus? Mit der Kondition? Ich glaube, da ersetzen wir den. Eigentlich ist mir das zu früh, jetzt einen Innenverteidiger zu ersetzen. Ich glaube, ich würde es erstmal so lassen wollen. Wir haben ja dann immer noch die Möglichkeit zu wechseln. So, 75. würde ich sagen. Und grundsätzlich stehen die hinten ja gut. Da jetzt den Innenverteidiger rauszureißen beim Stand von 1-0. Agu mit der Flanke. Oh, schon wieder. Ganz knapp. Starke Parade von Michael Zetterer. Das hätte gerade ganz anders ausgehen können, Leute. Also, da muss ein bisschen mehr kommen jetzt. Oh, stark, stark gespielt, aber gut abgewehrt, gut geblockt. So, ich würde dann auch nochmal einen Wechsel vollziehen. Agu ist platt. Da bringen wir einmal den Weiser. Und für Embom bringen wir. Da haben wir theoretisch nur Philipp Bargfrede. Hey. Love you from the first time you call me late. Love you for your wits and your winking games. Beziehungsweise könnte Schmidt, könnte die Warte mal, das machen wir anders.
Ja, da ist dann ein bisschen zu viel Luft jetzt drin wieder, ne? Warte mal, der kann aber auch ein Stück weiter hinten spielen, das ist gar kein Problem. Dann können wir es eigentlich so lassen. Warte mal, wir lassen das so. Das. Und hier für Barkfrede, der bleibt dann natürlich nicht, bringen wir jetzt mal Erendingchi auf diese Position. Und das machen wir so rum. Das ist besser für alle Seiten. Und ich würde sagen, aber so ziehen wir dann auch. Toprak habe ich auch dabei. Den habe ich irgendwie gar nicht auf dem Zettel gehabt. Auch beim Spieleranfragen bzw. bei dem versuchten Leihgeschäft. Toprak habe ich irgendwie gar nicht auf dem Zettel gehabt. Komplett übersehen, es tut mir leid. Ömer Toprak, der hat keine Absicht. Gott, oh Gott. Ein der zumindest in der Realität stärksten Bremer Verteidiger. Komplett vergessen irgendwie. War keine Absicht. So. Oh. Die Karlsruhe auf dem Weg. Gut. Zetterer hat ihn. Sehr schön. Assale. Kommt dann nicht durch. Jung, Friedel. Nochmal Jung. Nochmal Assale auf Füllkrug. Woltemade. Ja. Oh. Was war das denn für ein Tor? Eigentor durch Philipp Heise. Ja, Vorarbeit Woltemade oder wie möchte man das jetzt machen? Füllkrug hier auf Woltemade. Der steckt schön durch auf Füllkrug. Der hat vielleicht ein bisschen zu spät geschaltet. Haut das Ding dann in die Mitte. Woltemade schießt Heise an, der wäre daneben gegangen. Vielleicht hätte Dingchi ihn noch bekommen. Sehr schön, 2-0. 4 Minuten Nachspielzeit. Weiser auf Woltemade Pfosten. Eieiei. Der ist ein bisschen on fire, der Typ, wa? So, dann bringen wir jetzt nochmal Reinke für Füllkrug und tauschen das Ganze aber natürlich. Und. Ne, warte mal, dann. Ja, doch. Und Tarin, so. Für die letzten Minuten nochmal Ecke für Werder Bremen. Schmidt wird sie wieder ausführen. Und da ist Mai, Woltemade, Jung, Tarin auf Weiser raus zu Schmidt. Nochmal Tarin. Und da ist aber keiner mehr gewesen. Gut abgefangen von Lars, Lukas, Mai, Dingchi, Assale und wieder zurück. Einfach nochmal schießen. Oder auch nicht. Das war's. Spiel ist aus. Werder gewinnt 2-0. Und damit bleiben wir auch Tabellenführer. Am Ende des Tages haben wir verdient gewonnen. Das kann man hier auch sehen. 19 Schüsse, 8 aufs Tor. Ich bin mit der Ausbeute insgesamt aber nicht so zufrieden. Und vor allem, guckt euch das an. Auch der KSC hatte 17 Schüsse und 7 aufs Tor. Das ist zu viel. Es ist zwar nie so richtig, richtig gefährlich geworden. Ja, was heißt nie? Schon das ein oder andere Mal, so ein, zwei Mal war es gefährlich. Aber jetzt nicht übertrieben. So, ja, wir sind Tabellenführer nach wie vor. Heidenheim allerdings auch 12 Punkte. Wir haben einfach die bessere Tordifferenz. Und auch der FC St. Pauli mit 9 Punkten ist noch ganz dicht dran. Also nachlassen dürfen wir absolut nicht. Und das werden wir auch nicht. Und in der nächsten Folge machen wir weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da.
und Tipps, Ideen in die Kommentare. Ich bin dankbar dafür. Liebe Leute, macht's gut. Ciao, ciao.